So, herzlich willkommen bei meiner Präsentation zu Joomla bei 1&1. Wir haben die Präsentation in zwei Teile geteilt. Also wir wollen erstmal allgemein ein bisschen was zeigen, was wir jetzt für 1&1 machen bei Joomla, wie wir uns verbessern möchten, was die Herausforderungen sind, wo wir Anwendungsfelder sehen oder Potenziale sehen. Und der zweite Teil ist, wir wollen eine Live-Demonstration vorführen von einer Entwicklung, die wir jetzt für Joomla gerade schreiben. In der Entwicklerversion und die verschieden, also dem Kunden den Einstieg in Joomla erleichtern soll später. Das ist die Agenda, die ich gerade vorgestellt habe. Kurz zur Einführung zu mir. Also ich bin seit 2005 mit Joomla unterwegs, also mit der ersten Version. Ich habe noch Mambo ein bisschen mitbekommen und dann kam schon die erste Version für Joomla raus und damit habe ich quasi gestartet. Da war ich auch sehr aktiv in der Community, habe viel gemacht, viel geschrieben, viel Erweiterungen veröffentlicht. Dann bin ich in das Bug-Squash-Team gekommen. Da fixen wir halt auflaufende Bugs. Na, früher war es ein bisschen umständlicher. Wir haben zwei Tracker gehabt, wir haben das optimiert, jetzt machen wir es in einem Tracker. Da bin ich sehr aktiv, um auch beim Testen, beim Bug, bei den Issues, die aufkommen, durchzutesten und zu verifizieren. Und auch zu Core Contributions, zum Core was beizutragen, die Features, Funktionalitäten zu erweitern und so weiter. Ich habe ein privates Joomla-Projekt, wahrscheinlich kennt ihr das Projekt auch, Kobi Joomla Extensions, das mache ich auch schon seit einigen Jahren und ich habe über 30 Erweiterungen auf der Website, die ich kostenlos anbiete und ja, ist relativ populär und es macht mir auch Spaß, also das Projekt mache ich sehr, sehr gerne, will ich auch weiterführen. Jetzt, warum ich auch hier vorne überhaupt stehe, also ich bin auch Joomla-Spezialist bei 1&1 seit diesem Jahr. Ich wurde, nach dem Studium habe ich direkt bei 1&1 angefangen und warum und was meine Aufgaben sind und was der Hintergrund ist, warum ich auch mich bereit erklärt habe, in eine Festanstellung zu gehen, möchte ich dann später auch ein bisschen erläutern. Und ich bin auch immer noch Freiberuf-Webentwickler, immer noch tätig als Freiberuf-Webentwickler. So viel kurz zu mir. Meine Aufgaben bei 1&1. Also ich werde häufig gefragt, also auf vielen Konferenzen wird immer gefragt, ja, was machst du eigentlich bei 1&1? Was sind so die Absichten, was sind die Ziele, was wollt ihr erreichen? Und da möchte ich ein bisschen einführen. Als erstes, was Allgemeines, Generelles, ich denke, ihr wisst schon, was wir machen, wer wir sind. Europas größter Hoster, weltweit sind wir zweitgrößter. Also die Zahlen könnt ihr euch ansehen und die sprechen ja auch für sich. Da will ich auch nicht wirklich mich lange aufhalten. Also ich will nicht über die Zahlen irgendwie was sagen. Genau. Auf dieser Folie habe ich so die Kernaufgaben aufgesetzt. Was überhaupt meine Aufgabe jetzt bei 1&1 ist, warum ich eingestellt wurde. Also allgemein wollen wir das Nutzererlebnis für unsere Kunden mit Joomla bei uns auf unserer Plattform verbessern, optimieren. Wir haben den Anspruch der beste Joomla-Hoster zu werden. Das ist unser Ziel. Das ist ein hartes Ziel. Wir haben viele Hürden zu nehmen, aber wir arbeiten dran und natürlich, dass wir auch der Community was zurückgeben. Das ist uns jetzt auch sehr wichtig. Wir wollen nicht nur profitieren, wir wollen auch was zurückgeben. Deshalb habe ich jetzt die Möglichkeit, auch wirklich so viel Zeit zu investieren im Core. Und das ist meine bezahlte Zeit, die ich wirklich allen Usern zur Verfügung stelle im Grunde, um den Core zum Beispiel voranzutreiben, um Bugs zu fixen. Also da die Freiheit habe ich und die nutze ich auch, um mich da das System auch weiterzuentwickeln. Das ist der nächste Punkt, die aktive Teilnahme an der Weiterentwicklung. Und natürlich, was für uns auch wichtig ist, dass wir auch einen Wissensaustausch durchführen, dass wir die Community supporten, dass wir wirklich auch dem System auf die Beine quasi helfen und wirklich auch jemanden haben, der auch diese Kompetenz hat, um das zu ermöglichen. Und wichtig ist natürlich auch für mich auch die Supportaufgaben aufkommen von unseren Kunden, quasi wenn unsere Kollegen irgendwie nicht weiterkommen, dass ich da auch unterstützend helfe. Und der vierte Punkt ist natürlich der wichtigste, das ist das Feedback, das Reporting, was ich dann quasi sammle, den Trend oder die Situation, die gerade in der Community ist, die Entwicklung wieder zurückgebe an unsere internen
Abteilungen und quasi darauf aufbauend suchen wir Möglichkeiten, wie wir weiter vorgehen und weitere Optimierung durchführen können. Das ist so im Groben meine Aufgabe. Und der Hauptgrund, warum ich bei 1&1 bin und diese Stelle habe, ist, ich liebe Joomla. Das war für mich das wichtigste Argument. Weil durch 1&1 habe ich die Möglichkeit, wirklich so viel Zeit, meiner Zeit, Joomla zurückzugeben. Das war für mich der wichtigste Punkt, dass wir alle davon profitieren können. Das war einer der Hauptgründe. Also das war mein Anliegen, um das System, weil ich dem System wirklich sehr viel zurückgeben kann. Unsere Herausforderung, die wir haben und die natürlich auch gewachsen sind mit der Zeit, also bei uns, bei 1&1 natürlich, dass wir die Infrastruktur spezialisieren. Wir haben natürlich große Infrastruktur, aber wir haben nicht eine spezialisierte auf bestimmte Systeme, wie Joomla, Typo3 oder WordPress oder wie auch immer. Das heißt, wir gucken und wir versuchen natürlich unsere Software und Hardware, die wir anbieten, auf dieses System zu optimieren. Das heißt, wir arbeiten auch an bestimmten Tarifen, bestimmten Konfigurationen, damit einfach das System sauber, stabil läuft. Und wir führen natürlich Performance-Optimierung durch und wir bereiten natürlich auch weiter für die Weiterentwicklung, weitere Systeme, die jetzt anstehen, weitere Technologiefortschritte, bereiten wir jetzt schon unsere Systeme darauf vor und finden auch die Anforderungen raus. Und dadurch möchten wir natürlich die Kundenzufriedenheit steigern. Bessere User Experience, wir möchten Zusatzleistungen anbieten, Joomla-spezifische Zusatzleistungen. Darauf gehe ich auch in unseren zweiten Teil ein, was wir jetzt vorbereitet haben, was wir jetzt in Entwicklung haben. Und natürlich die Unterstützung des Experten-Supports. Und die Herausforderung allgemein, die ich sehe, die wir jetzt haben in Joomla, ist natürlich, dass wir wieder diesen Trust aufbauen, die Awareness von Joomla, dass wir wieder die Kunden, die unseren Nutzerkreis erweitern, erhöhen. Wir haben sehr viele Nutzer an WordPress verloren, wisst ihr ja. Und wir wollen da ein bisschen diese Stabilität wieder reinbringen, wieder mehr Vertrauen in das System wieder bekommen. Ein wichtiger Punkt auch für mich persönlich ist dieser Update-Prozess. Wir dürfen diese Fehler nicht mehr machen, dass wir diese Cuts hatten, diese Migrations-Cuts von 1.5 auf 2.5, wisst ihr, das war wirklich schwierig. Dann muss man eine Migration durchführen und so. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen diese Backward-Compatibility verbessern. Wichtiger Punkt ist für mich auch der leichtere Einstieg in das System. Bei WordPress wisst ihr wahrscheinlich, ist es wirklich sehr einfach. Du installierst es und man kann seinen Artikel raushauen. Joomla hat eine steilere Lernkurve, aber wenn man das mal schafft, kann man mit dem System wirklich sehr, sehr viel machen. Also es ist sehr mächtig und stark. Wir wollen natürlich gucken, dass wir irgendwie die Benutzer, die neu sind, die sich noch mit Joomla nicht auskennen, dass sie leichter mit dem System zurechtkommen. Und natürlich die fortschreitende Weiterentwicklung, das ist natürlich ganz wichtig. Und wir sind gerade an der 3.4 dran, hat sich jetzt etwas verzögert. Wir wollten schon letzten Monat die 3.4 rausbringen, aber wir haben da Probleme. Wir haben zu wenig Ressourcen gehabt für die Entkopplung von Komponenten. Da arbeiten wir auch dran. Und ja, das sind halt größere Schritte und viele Leute sind da halt involviert. Aber es geht voran. Also wir haben schon eine Roadmap für 2, 3 Jahre und die versuchen wir natürlich auch einzuhalten, auch diesen Fortschritt voranzutreiben. Genau. So, jetzt die Anwendungsgebiete. Als erstes wollte ich euch was vorstellen, was wir jetzt auch bei uns haben. Also jeder Kunde, der bei uns ist, hat diese Möglichkeit, der sogenannte Click and Build. Ich sage es offen, also bevor ich bei 1&1 war, habe ich ihn auch nicht so benutzt, weil man hat auch so eine kleine Skepsis, wenn man selber Profi ist, dann führt man die Installation auch selber durch und so. Aber er nimmt wirklich sehr, sehr viel Arbeit ab. Also er macht wirklich alles automatisch, um eine Joomla-Installation, Instanz auf unseren Server zu bringen, installieren und lauffähig quasi zur Verfügung zu stellen. Und das geht innerhalb von Minuten. Also ich kenne das System sehr gut, weil das war mal eine der ersten Aufgaben, die ich hatte bei 1&1, die Installationspakete und die Routinen, die im Hintergrund ablaufen, neu quasi zu überarbeiten, zu überschreiben, neu zu schreiben. Und also ich versichere euch auch, wir benutzen wirklich nur die Core-Datei, also es wird immer nur das Original benutzt. Da wird im Hintergrund nichts gemacht. Die Dateien werden nicht verändert. Wir benutzen das Standard-Installationspaket. Also es ist im Grunde dasselbe, was ihr dann im Browser selber macht, macht der Konfigurator für euch dann. Er legt zum Beispiel eine Datenbank an,
müsst ihr keine Datenbank anlegen. Er fügt die ganzen Informationen, die er hier eingibt bei dem Installationsprozess, fügt er auch automatisch in die Konfigurationsdateien ein. Und nach einer Weile, wenn das durchläuft, der Prozess, bekommt ihr so eine Übersicht und da könnt ihr einfach draufklicken, Administrationsbereich aufrufen und da seid ihr drin. Und das geht, da könnt ihr auch ein Subdomain zuordnen, wir können auch eine neue Domain zuordnen, das geht automatisch und dann könnt ihr gleich loslegen mit dem Projekt. Also es nimmt viel Arbeit ab, aber das ist nicht nur auf Joomla bezogen. Habe ich dann trotzdem die Möglichkeit, in das System nicht einzugreifen? Sprich auch Overrides und sowas? Ja, das geht. Aber dann muss man auf den Free-Mode wechseln. Der Safe-Mode, der wird von uns verwaltet, das heißt, wir spielen die Updates für euch ein, wir sorgen dafür, dass ihr nicht gehackt werdet, wie auch immer, also wir sorgen dafür, dass die Installation läuft. Also der Content an sich, da hast du natürlich jede Möglichkeit. Aber wenn du zum Beispiel Modifikationen an den Dateien machen möchtest, das geht nicht. Weil dann können wir ja nicht sicherstellen, dass beim Update-Prozess das System weiterläuft. Alrights müssten eigentlich gehen. Müssen gehen. Weil nur die Core-Dateien sind. Genau. Du darfst die Core-Dateien, du kannst die Core-Dateien nicht ändern. Die Core-Dateien. Ja, das geht. Das geht. Das geht. Richtig. Du kannst natürlich darauf zugreifen, weil die Dateien liegen auf deinem Webverzeichnis. Website. Können wir gerne mal machen, wenn ihr Lust habt. Aber natürlich kannst du die Ausgabe, die Inhalte der Datenbank, kannst du natürlich über Joomla verwalten, manipulieren. Aber du kannst zum Beispiel nicht die Core-Dateien verändern. Du kannst dann nicht irgendwie, wenn du einen Core-Hack machen möchtest, so wie auch immer das, die Dateien sind für dich, also für dich gesperrt als Benutzer, wir haben nur die Rechte drauf. Und deshalb können wir auch sicherstellen, wenn wir ein Update fahren, dass dadurch halt, dass die bei jedem Kunden sauber durchlaufen. Weil wenn jemand was verändert und wir überschreiben das, dann geht das dann nicht. Wenn man aber in den Free-Mode wechselt, dann hat man komplette Rechte. Also wir sagen, okay, du übernimmst es, wir haben dich für dich installiert, aber du bist dein eigener Glücksschmied. Das heißt, du musst dann selber gucken, dass du die Update fährst, aber du wirst trotzdem noch informiert. Das ist auch der Vorteil, wenn du das nutzt, dass wir informieren dich, okay, es gibt eine neue Version, da musst du aufpassen. Also wir haben quasi noch einen Blick drauf, aber du hast trotzdem alle Freiheiten. Genau. Und das ist nicht beschränkt auf Joomla, also wir haben über 40 Apps, also wir nennen es Apps, über 40 Anwendungen, Typo 3, WordPress, du kannst wirklich sehr viele Sachen da installieren und mit einem Klick, also das heißt, du musst nicht mal die Installationsroutine kennen oder wie auch immer, oder was man da aufrufen muss, was man eingeben muss, das geschieht alles automatisch im Hintergrund. Und das nimmt sehr viel Arbeit ab, also das geht wirklich sehr, sehr schnell. Okay. Das ist schon, was ich angesprochen habe, also welche Anwendungsgebiete gibt's, sind möglich, also wie kann man sie abbilden? Da haben wir natürlich den Core. Mit dem Core kann man sehr viele Funktionalitäten abbilden, sehr viele Anforderungen erfüllen, abdecken. Der weitere Schritt ist natürlich, zusätzliche Erweiterungen zu installieren. Wir haben ja über 8300 Erweiterungen im Repository. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann geht man natürlich dahin zur Selbstprogrammierung. Das heißt, man benutzt das Framework, was wir haben, und darauf aufbauen, schreibt man die Erweiterung selber oder nutzt das FOF, Framework on Framework, um seine eigene Erweiterung zu schreiben. Daraus haben wir so für uns so fünf wichtige Typen, Website-Typen herauskristallisiert, die eigentlich am meisten benutzt werden, um mit Joomla irgendwie eine Website online zu stellen. Und das sind zum Beispiel für Privat-Hobby werden sehr viele Joomla-Installationen benutzt, Vereine und wie auch immer. Es gibt ja zig Installationen, zig Websites. Für Business natürlich, für Klein-, Mittelgewerbe. Shop gibt natürlich immer noch, also Wörtermat haben wir ja, RedShop und so als Vorreiter, Galerie-Webseiten und Blog-Webseiten, wobei Blog eher weniger, weil da gibt es auch Systeme, die geeigneter dafür sind, aber es ist auch möglich. Also jedoch müsste man natürlich, kann man das nicht mit dem Core abbilden, dafür braucht man verschiedene Erweiterungen. Und genau das ist das Problem, diese Typen zu realisieren, muss man meistens was dazu installieren. Also man braucht irgendwelche zusätzlichen Erweiterungen. Und es gibt eine Flut von Erweiterungen und da ist man auch überfordert. Also als ein Neueinsteiger ist man überfordert, man hat viel zu viel Auswahl, man weiß nicht, was gut ist, man hat auch nicht einen Überblick, ob der Code gut ist, wie die Resonanz, also ist schwierig halt natürlich. Und da kommen wir zu unserem Punkt, was wir auch uns überlegt haben, wie können wir das erleichtern. Mach bitte weiter. Das Problem war, wie gesagt, es gibt über 8300 Erweiterungen und da verliert man leicht einen Überblick. Und darum haben wir uns überlegt, dass wir diese Einstiegshürde
dem Nutzer nehmen, indem wir eine zusätzliche Komponente oder eine Erweiterung für Joomla zur Verfügung stellen, die dann im Anschluss, wenn man den Click-in-Bild nutzt, im Click-in-Bild mit installiert wird und die dann der Kunde direkt beim ersten Aufruf sieht und damit deine Seite quasi vorkonfigurieren kann und den Website-Typen auswählen kann und auch die Erweiterung, die er haben möchte, quasi mit installiert und gleich nutzen kann. Das heißt, er muss nicht dann weiter auf Recherche gehen und irgendwelche Sachen suchen und wie auch immer. Wir nehmen die ganze Arbeit ab. Und da wollten wir euch jetzt kommen wir zum zweiten Teil, wir wollten euch den OneOne Joomla Assistant vorstellen. Das ist noch eine sehr frühe Entwicklungsversion. Also wenn was passieren sollte, nicht aufregen. Es sollte nichts passieren. Ich habe einen Code geschrieben. Der ist gut. Sauber. MVC. Pattern. Aber wir wollten euch kurz, weil wir jetzt hier uns versammelt haben, wollten wir euch kurz den Joomla Assistant vorführen, damit ihr so einen Einblick bekommt, was wir geplant haben und seht, dass das wirklich auch nützlich ist. Dann wollen wir mal die Demo starten. So, ich habe jetzt einfach eine stinknormale Vanilla-Seite angelegt, aber mit Beispieldateien, damit wir auch sehen, dass es da Änderungen gibt. Wir machen das Ganze auf Englisch, weil wir entwickeln auch auf Englisch und die ganzen Sprachdateien sind auf Englisch. Also wir haben sie noch nicht eingedeutscht. Das geht über mehrere Wege dann später erst. Das wird alles auf Englisch gemacht. Das ist jetzt die Vorderansicht. Jetzt kommt die Ansicht, aber ich glaube, du musst neu laden, weil du bist wahrscheinlich aus der Session raus. Genau, das ist die Ansicht, die der User sieht, wenn er sich das erste Mal nach der Click-in-Bild-Installation einloggt. Ganz oben sieht er dann unseren Assistant. Den kann er auch mit dem blauen Button starten. Oder er kann einfach mit Dismiss kann er einfach den Assistant deaktivieren und dann braucht er ihn auch nicht mehr weiter aufsuchen. Also wenn jemand einfach nur einen Click-in-Bild-Installation durchführen will oder irgendwelche weitere Installationen durchzuführen, kann man den einfach deaktivieren und man muss ihn auch gar nicht benutzen. Aber standardmäßig ist er aktiviert beim ersten Login. Dann klicken wir auf Get Started. Jetzt kommt die Session Timeout, obwohl ich die Session hochgedreht habe, seltsamerweise. So, ist ganz, ganz einfach und sehr intuitiv aufgebaut. Wir haben einfach eine Übersicht von möglichen Website-Typen. Das sind die Typen, die ich auch vorhin vorgestellt habe. Wir sind im ersten Schritt und da kann sich der User halt entscheiden, okay, welchen Typ will er haben, was will er mit Joomla realisieren und den entsprechenden Typ wählt er dann einfach aus. Wenn man mit der Maus drüber fährt, werden ein paar Informationen angezeigt. Das sind einfach noch wahrscheinlich nicht die endgültigen Informationen, das sind wahrscheinlich momentan nur die Zwischenversionsinformationen. Klickt man da drauf, dann sehen wir die Informationen. So, der nächste Schritt ist, er kann sich ein beliebiges Template aussuchen, aber das Template ist passend zu der Kategorie, zu dem Typen, den man vorher wählt. Und genauso sind die Erweiterungen, die man vorher wählt, passend zu dem Typen. Das heißt, wir machen eine Vorselektierung, welche zueinander passen, und die kann der User dann quasi nach der Auswahl des Typs kann er das jeweilige Template auswählen, was zum Typen passt. Also wenn man eine Galerie auswählt, dann passen eher so Galerie-Templates, so die mit Slider kommen und so, die werden ihm angeboten. Bei Business passen eher so diese schlichteren und wählen mal irgendeins aus. Ja, wir, das sind, erste Frage war? Entschuldigung. Ja, die sind alle responsive. Die neuen, also die sind alle für die Dreierversion, wir haben auch, wie gesagt, das ist nicht der endgültige Stand. Also wir werden noch gucken, wir haben noch ein paar Kooperationen und so laufen. Das sind aber so die kostenlosen Open Source Templates, die auch responsive sind, die auch kostenlos zur Verfügung. Man kann sie theoretisch natürlich auch selber runterladen, aber wir haben halt die Vorauswahl getroffen aber die sind alle responsive. Die sind alle mit Bootstrap halt aufgebaut. Genau, das ist nun, wie gesagt, das ist noch nicht die endgültige Version. Also wir müssen gucken, welche wir dann wirklich dann lassen. Also genau, wenn man mit der Maus drüber fährt, kann man weitere Informationen anzeigen lassen. Mach mal auf zum Beispiel. Da kann man lesen, hier fehlt noch der Link, hier kommt natürlich noch der Entwicklerlink, der Hersteller, die Versionsnummer, dann eine Vorschau, wie das Template dann aussehen wird. Das ist natürlich eine Vorschau von der Entwicklerseite. So wird die Seite natürlich nicht gleich aussehen, weil wir installieren ja nicht die Modulposition, wie auch immer. Das ist aber eine Vorschau, wie die Seite aussehen kann. Und natürlich die Informationen. Und jetzt selektieren wir mal das Template. So. Der nächste Punkt ist, wir springen zu den Extensions und das ist auch eine Vorauswahl, die wir machen, abhängig vom Typen, den wir im ersten Punkt gewählt haben. Das heißt, wir haben oben haben wir die empfohlenen Extension, die empfehlen wir in der Regel immer zu installieren, wie zum Beispiel ein Backup-Programm oder zum Beispiel
Bei Business passt zum Beispiel ein Newsletter oder zum Beispiel ein Sitemap Generator. Zum Beispiel Backup empfehlen wir bei jedem Typen, aber es gibt bestimmte Typen, wo wir andere weiter, also die manche Erweiterung nicht empfehlen. Und als zweite Möglichkeit haben wir die Erweiterung, ich scroll mal ein bisschen runter, die wir empfehlen, die auch passen würden, aber die nicht unbedingt installiert werden sollten oder müssen. Das heißt, der Kunde kann selber entscheiden, installiert er eine oder installiert er sie nicht. Das heißt, geh mal kurz hoch, da wollte ich noch beim Akiba Backup, klickt man drauf, bekommt man Informationen angezeigt, wer das ist, was er macht. Geplant ist natürlich hier weitere Informationen, zum Beispiel aus dem Joomla Extensions Directory, damit man gleich sieht, okay, so ähnlich wie Joomla jetzt schon macht mit dem Joomla Extensions Directory Plugin, dass man hier die Information sieht, okay, hat so und so viele Bewertungen, hat so und so viele Downloads oder wie auch immer. Also die Informationen werden noch hinzugefügt. Schließ das mal bitte. Jetzt machen wir, wähl mal irgendwelche aus, die du zum Testen jetzt einfach mal. Okay, das sind große. Okay, das wird länger dauern, aber ist kein Problem. Weil das sind große Erweiterungen, weil wir machen die Installationsprozesse in einem Installationsprozess, machen wir viele einzelne Prozesse. Und das dauert entsprechend. Ihr wisst ja, wenn man selber eine Erweiterung installiert, manchmal dauert es lange. Und hier machen wir viele Installationsprozesse hintereinander. Also die werden abgearbeitet. Aber mach mal, als Testweise installieren wir jetzt mal, da klicken wir mal drauf. Da kommt das, was ihr auch von Joomla wahrscheinlich jetzt kennt, wenn man installiert, seit der 3.3er ist es drin, der Ladebalken, das Logo von Joomla, die Seite wird ausgegraut und unten haben wir auch die Buttons entfernt, das heißt, damit die User halt nicht nochmal draufklicken. Ist uns beim Testen passiert und dann zerschießen wir den ganzen Installationsprozess und hier deaktivieren wir das. Jetzt dauert es natürlich ein bisschen, weil jetzt wird das Template zuerst installiert, dann werden die Komponenten installiert. Was noch wichtig ist, was bei uns auch aufgefallen ist, also viele Erweiterungen benutzen einen Trigger sozusagen, beziehungsweise nach dem normalen Installationsprozess von Joomla machen die eigene Installation. Also haben die noch eine eigene Installationsroutine laufen. Und das ist natürlich problematisch, weil wir müssen natürlich diese Erweiterung gesondert behandeln. Weil sonst werden ja nur die Erweiterung wird dann nicht komplett installiert. Ich glaube, wir haben sogar jetzt zufällig ein Beispiel ausgewählt, was so ist. SAC Mailing, glaube ich. Gehen wir back to Dashboard. Ja, sieht man, nachdem die Installation erfolgreich war, alles ist gut durchgelaufen, das Dashboard wird deaktiviert, die Erweiterung ist soweit dann deaktiviert, also hier vom Frontend nicht mehr zugreifbar. Jedoch momentan ist es natürlich so, dass man es wieder reaktivieren kann. Wir müssen uns überlegen, wie wir das dann in der finalen Version lösen, ob der Kunde wirklich nochmal aktiviert haben möchte oder nicht. Jetzt wollte ich auf das Problem, ich glaube, das ASAP-Mailing, wollen wir was vorführen, was ich meine. Nee, geh mal auf Extension, dann ruft er nochmal die Routine auf. Jetzt auf Components. Components. Ganz oben, Components. Nee, das hat er gar nicht drin. Ja, also wir haben schon einen Vorführeffekt. Menüinterface. Das ist das Problem, weil ASAP Mailing hat normalerweise eine Nachinstallation und er leitet dann quasi auf die Komponente um und dann führt er die Routine beim ersten Aufruf nochmal durch, installiert 20 Plugins oder wie auch immer. Und dann leitet er auf die eigentliche Komponente und entfernt noch die Install-PHP zum Beispiel. Das war, glaube ich, bei Kunene so. Kunene macht das auch so, dass danach dieses Pop-Up-Fenster kommt, die Installation nochmal durchläuft und erst dann entfernt er diese Install-PHP und dann kann man die Erweiterung nutzen. Ja, und es macht, glaube ich, Vogelgalerie war ganz schlimm. Also wir haben sie auch noch drin in der Liste. Vogelgalerie macht folgendes, im Trigger, in dem Skript, Installationsskript, macht er nach dem Installieren in dem Trigger, macht er eine Umleitung auf die Komponente selber. Das heißt, wir haben das Problem gehabt, wir haben es installiert und dann immer beim Vogelgalerie-Prozess gab es eine Umleitung auf die Komponente und er hat unseren Installationsprozess abgeschossen. Das heißt, da müssen wir natürlich gucken, dass wir eine Alternative suchen oder wir arbeiten enger mit den Entwicklern zusammen. Ich kenne auch die meisten Entwickler, Jan Pavelga kenne ich auch sehr gut, dass wir halt dem das Vorschlag bringen, dass er das rausnimmt aus seiner Komponente, weil das ist nicht Standard, das macht normalerweise machen wir es. Also ich will sowas nicht machen, weil da greift man wirklich in den Prozess zu sehr ein. Vielleicht bringt das in der nächsten Version, die ihr rausbringt, macht das raus. Erweiterung für 1.5, dann sind die alle ihre eigenen Installationsbedingungen teilweise, also so komplett abweichen konnten. Ja gut, das ist klar, das ist okay. Die werden, ja, richtig.
Also wir arbeiten dran, das ist schwer. Also ich habe vorhin mit dem Nils gesprochen, der ist richtig fit. Wir arbeiten an so einer Möglichkeit, dass wir die Erweiterung, die zum Joomla Extensions Directory eingepflegt, also hinzugefügt werden, dass diese noch überprüft werden, der Code genau überprüft wird. Weil anhand der Bewertung der Erweiterung kann man ja nicht wirklich den Code, die Qualität des Codes sehen. Da sieht man, okay, das bestimmte Anforderungsprofil ist erfüllt worden, super, 5 Sterne. Und wir arbeiten momentan dran, dass wir die Code-Quality verbessern, dass wir zum Beispiel Code-Sniffer, dass wir gucken, ob er MVC benutzt, also MVC-Pattern. Und das ist ein großes Projekt. Und da müssen wir natürlich gucken, das wird uns natürlich auch sehr entgegenkommen, dass wir auch wirklich bessere Standards schaffen. Und natürlich, dass wir dann zum Beispiel in unserem Projekt, in unserem Erweiterung, das natürlich dann viel besser und einfacher haben und nicht da rumwerkeln müssen, dass wir bestimmte Workarounds für bestimmte Erweiterungen da schreiben müssen. Wie macht ihr das mit den Erweiterungen? Die halt die aktuell oder wo der von liegen? Die liegen beim Hersteller, wie Joomla Extensions Directory. Das funktioniert genauso. Da kannst du ja auch direkt in Joomla installieren. Yeah. Richtig, das funktioniert genauso. Also da halten wir uns an den Core. Ja, auch die Erweiterung. Auch die Erweiterung, klar. Genau. Das heißt praktisch, die Erweiterungen werden auch von euch mit aktualisiert, oder? Die werden nicht von uns aktualisiert. Die werden ja beim Hersteller aktualisiert. Das ist genau wie beim Joomla, genau. Und dann, wir ziehen sie ja direkt vom Hersteller und dann hast du ja automatisch die aktuellste Version. Ach so, nee. Also da muss ich noch gucken, da müssen wir noch gucken, wie wir das machen, aber wie ist es? Ist da was geplant? Nee, oh Gottes Willen. Nee, da müssen 15er Plugins. Aber ich wollte noch kurz was zeigen. Natürlich, wir müssen ja die Demo noch zu Ende bringen. Geh mal auf Extension. Kannst du das Template mal aktivieren, was wir gerade installiert haben? Genau, also wir haben es jetzt momentan so gehalten, dass wir wirklich auch die Vorgehensweise von Joomla benutzen. Ist ja logisch. Wir wollen, dass das Template nicht per Default aktiviert wird. Weil wenn du was installierst, willst du ja nicht gleich, dass das auf der Frontseite, dass der Besucher das gleich sieht, obwohl du es noch gar nicht angepasst hast. Logisch. So, dann klickst du hier auf Default. Blablabla. Und jetzt gehst du mal nach vorne und lad mal die Seite neu. Bam, fertig. Das heißt, der User kann dann nach der ganzen Installationsroutine, blablabla, aktiviert er sein Template und kann gleich loslegen. Also er muss dann nicht irgendwie was machen. Und dann natürlich bei den Erweiterungen, da müssen wir natürlich noch dran arbeiten. Haben wir ja gesehen, dass da nicht alles komplett durchgelaufen ist. Das ist eine Entwicklungsversion. Wir planen sie zum Ende des Jahres, also in diesem Jahr noch zur Verfügung zu stellen unseren Kunden, die natürlich auch nur den Klick im Bild nutzen. Klick im Bild. Und ja, weitere Themen. Also was ich noch generell sagen wollte, also ich wollte mich auch noch bedanken bei Hanson, dass ich die Möglichkeit habe und dass ich überall hingeschickt werde. Das ist auch eine super Sache. Also dass ich wirklich die Möglichkeit habe, aktiv auch an der Community teilzunehmen, auch näher an Production Leadership Team zu kommen. Richtig Freunde häufiger sehen und das ist schon super. Also klasse. So. Damit wäre ich soweit durch. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Achso, was ganz Wichtiges. Das habe ich ja fast vergessen. Ich habe eine super Überraschung für alle Teilnehmer vom Joomla Day. Also nächste Woche müsst ihr mal eure E-Mails checken, also die E-Mail-Adresse, mit der ihr euch hier angemeldet habt. Also wir schicken, also jeder kriegt ein Newsletter von Joomla Day, von Veranstalter. Und wir werden in dem Newsletter werden wir euch einen Gutschein mitschicken und dann habt ihr 2 Jahre lang kostenlos das Unlimited Paket bei uns im Wert von über 250 €, und dann könnt ihr alles einfach durchtesten, ausprobieren. Da habt ihr auch keine irgendwelche Verbindlichkeiten. Ihr könnt das einfach 2 Jahre kostenlos testen. 2 Jahre. Jeder wenn du willst, ich kann vielleicht mit noch reden, vielleicht kriegst du 3 Jahre. Auf jeden Fall, das ist so ein kleines Goodie, was wir uns überlegt haben, weil wir auch der Hauptsponsor sind und wir wollen wirklich auch euch zeigen, dass wir es wirklich ernst meinen, dass wir wirklich Joomla voranbringen möchten. Und testet das einfach, installiert, also aktiviert das, testet es, ihr geht keine Verbindlichkeiten ein, einfach mal durchprobieren und dann könnt ihr auch den Klick im Bild testen und später natürlich diesen Joomla Assistant, wäre super Sache. Den werden wir natürlich noch ankündigen, wenn er soweit ist. Und den findest du dann im Click-in-Bild. Wenn du eine Joomla-Installationsinstanz installierst, wird er automatisch bei dir eingepflegt.
aber natürlich nur bei neuen Installationen. Ein alter Kunde, super, willkommen, super, klasse. Freue mich sehr. Aber der Assistant wird wirklich nur im Click and Build und nur für Neukunden. Das Problem ist natürlich, wenn wir dann in alten Installationen hinzufügen würden, da könnte man sich viel zerschießen. Weil hier hat man eine Vanilla-Installation. Richtig, perfekt. Und dann das Paket kannst du natürlich immer trotzdem aktivieren. Richtig, einfach nur rumspielen, da könnt ihr machen, was ihr wollt, da passiert nichts, dann könnt ihr 2 Jahre kostenlos nutzen. Komplett kostenlos. Werden wir sehen. Ich kann noch nicht vorbeikommen. Ja. Die werden nicht abgelehnt. Das ist auch noch ein Punkt, wo wir noch dran arbeiten, weil ich bin der Meinung, wir sollten da auch die Installationsroutine komplett deaktivieren, dass der User dann nur wirklich die nackte Joomla-Installation Instanz nutzen kann. Wenn man wirklich mehr möchte, dann sollte man den Free-Mode wechseln. Aber momentan ist es möglich. Ist Vorschlag, das Problem ist, wir können halt nicht jede Installation überwachen. Da sind so viele Installationen und jeder hat seine eigene Konfiguration und die Erweiterung noch zusätzlich dazu zu abzudaten, das ist schier unmöglich. Ja, das ist ein Punkt, den wir vielleicht ja angehen könnten. Das stimmt. Weil da wissen wir wirklich, dass es auch funktioniert und läuft. Wir testen ja auch selber vorher die Erweiterung, die wir anbieten. Ja. Das ist schwer. Das ist wirklich. Das ist eins der schwierigsten Sachen, ja. Und vor allem, man hat keinen direkten Einfluss auf die Erweiterung. Vielleicht ist ein Bug oder was weiß ich, was eingebaut. Das ist nicht einfach. Sehr schwierig. Aber natürlich, ich persönlich würde auch den Entwicklern empfehlen, zum Beispiel einen Update-Server zu nutzen, einzubinden, dass der User wenigstens, wenn er eingeloggt ist in seinem Admin-Panel, dass er zum Beispiel unten sieht, es gibt ein Update. Viele machen das immer noch nicht. Ich persönlich mache es auch noch nicht. Ich nutze immer noch meine eigene Versions-Update-Schiene, also Funktionalität. Aber man sollte versuchen, je mehr am Core man entwickelt, desto besser ist es natürlich auch für den End-User. Und das ist zum Beispiel was ich jedem Entwickler ans Herz lege, dass er wirklich auch dem User hilft, seine Erweiterung aktuell zu halten. Aber von uns aus gesteuert, das ist unwahrscheinlich, also ist sehr schwer, das ist fast unmöglich. Moment, da war noch ein. Ja, was für telefonischen Kontakt? Also ich hab ein paar Visitenkarten dabei, aber nur für vertraute Personen. Nee, ganz, was ich sagen wollte, was ich euch auch empfehlen möchte, ganz was cool ist, wir haben jetzt diesen Social Media Support aktiviert. Ich weiß nicht, war schon letztes Jahr, glaube ich, oder so. Da sitzen richtig gute Jungs und Mädels. Und ihr könnt zum Beispiel auch den Support direkt über die sozialen Kanäle, zum Beispiel über Facebook, über Twitter, über Google+, direkt mit anpingen, indem ihr @1&1 Hosting oder Help. Ich kann euch die Liste auch zur Verfügung stellen, wenn ihr wollt. Und da kriegt ihr relativ schnell Antworten. Ansonsten die normale Standardprozedur, Telefon natürlich, E-Mail, Formular, E-Mail schreiben. Das dauert natürlich. Am besten anrufen. Anrufen geht am schnellsten. Ich mach ja auch keinen direkten Kundensupport. Also ich bin nicht dafür da. Nee, Urlaub mache ich, aber ich habe keine Verbindung momentan, weil ich sitze im Hintergrund und ich helfe eher unseren Experten, die dann den Kunden weiterhelfen. Das heißt, aber die Jungs sind eigentlich schon so gut, dass sie auch die meisten Probleme lösen können. Aber wie gesagt, guckt euch das mal an, also die sind richtig auf Zack. Also was soziale Channels angeht, sind richtig schnell. Ja, genau, richtig. Man zurück nicht, nein. Weil wenn du hinschwischst und was änderst und zurück, das geht ja nicht, weil dann können wir nicht garantieren, dass wir das wieder updaten können oder wie auch immer. Ja. Also jede Installation wird quasi gemonitort. Also du weißt ganz genau, wir stellen auch sicher, dass es auch funktioniert. Das ist in unserer Verantwortung, dass die
Wir würden sofort reagieren, wir würden auch entweder zurückspielen oder wir würden gucken, was schiefgelaufen ist und das wieder fixen. Ja, ja. Das heißt, wir monitoren alle Updates. Alle Updates. Wird diese ja. Ja. Automatisch. Automatisch. Komplett automatisch. Info. Ich glaube, Newsletter schicken wir immer raus. Newsletter. E-Mail kommt immer raus. Wer Klick im Bild aktiviert hat, der kriegt den Newsletter. Die komplett im Hintergrund automatisch. Also wenn die offiziellen Pakete rauskommen, wir testen, also ich teste bereits mit den Pre-Releases, ob alles sauber läuft und wir garantieren, also wir prüfen, ob alles wirklich funktioniert. Und wenn die finalen Versionen rauskommen, dann machen wir sofort, quasi starten wir quasi das mit dem Prozess und dann das innerhalb, also maximal, also wir möchten so früh wie möglich. Manchmal kommt was dazwischen, wenn irgendwie, es gab ab und zu mal in letzter Version, gab es ab und zu mal auch irgendwelche Bugs oder so. Da müssen wir gucken, ob wir die Bugs fixen oder ob wir warten auf die nächste, übernächste Version. Aber ansonsten versuchen wir in einem sehr kurzen Zeitrahmen die Updates einzuspielen. Nee, also das muss man auch nicht machen. Weil, ach so, du meinst, ja gut, da müsste eigentlich dieses... Aber da passiert ja nichts. Wir ändern ja nichts an der Datenbank. Also die Session und so, die bleibt ja aktiv. Das ist aber ein Sonderfall. Aber da passiert in der Regel nichts, weil es gibt keine so große Änderung, dass du gerade in deinem Installations- oder in deinem Setup oder Speicherprozess, dass wir da gerade bei dir was überspielen. Das ist die Wahrscheinlichkeit ist 0,00, was weiß ich, eins. Weil wir ändern ja auch nicht die Datenbank. Also die Datenbank wird meistens nicht angefasst und vor allem nicht die Core-Datenbank, die Core-Tabellen, die bereits in der Datenbank drin sind. Zum Beispiel deine Session wird ja nicht überschrieben beim Update. Das heißt, die bleibt ja halt. Also es gibt einen weiteren tollen Experten für WordPress, also der war sogar vor mir ein halbes Jahr da. Also wir sind da, also letztes Jahr haben wir also angefangen, da wirklich auch wirklich diesen Schritt zu gehen, weg von diesem groß, sondern eher auch gucken, dass wir die Community auch voranbringen, also die Leute, die wirklich in der Community sind. WordPress, letztes Jahr wurde einer eingestellt, WordPress aus den Niederlanden, Marco heißt er, auch sehr guter Junge, also auch Core-Contributor, sitzt bei mir im Büro und ja, sehr aktiv, also für WordPress haben wir sehr viel gemacht in letzter Zeit, also wir haben auch spezielle Tarife, wir planen auch spezielle Tarife und wir optimieren auch das System für WordPress. Jetzt ist Joomla dran, Joomla war so das nächstgrößere. Als nächstes, wir planen natürlich auch weiterhin auch andere Systeme zu unterstützen, Open-Source-Systeme, auch Typo 3 ist bei uns gerade im Blickfeld, das neue Neos. Dann Drupal ist auch wichtige Säule. Aber wir planen natürlich auch weiterhin da in die Community wirklich auch viel zu investieren, um wirklich auch die Community auch weiterzuhelfen, also den Nutzern auch. Also es wird auch weitergehen, also wir werden auch Typo 3 und Drupal auch sehr gut unterstützen, auch daran arbeiten. Das ist nicht mein Ding. Das ist einfach die Entwicklung der Zeit. Ich kann dir solche Fragen nicht beantworten. Aber ganz cool ist, gute Frage eigentlich, wenn du Lust hast. Unten am Stand sind einige Experten da, die auch schon lange bei 1&1 arbeiten. Also ich kann wirklich nicht viel dazu sagen, weil ich bin ziemlich neu. Aber die arbeiten wirklich sehr lange bei 1&1 und darüber könnt ihr euch gerne austauschen. Klar. Ich versuch's, aber. Im Moment ist ja nicht möglich, einen Kunden als Domain-Inhaber, eine Domain zu registrieren und einen Kunden als Domain-Owner einzubauen. Mhm. Okay, da bist du wirklich bei mir im falschen Fleck. Damit habe ich gar nichts zu tun. Was cool ist, wenn du nach unten gehst an den Stand, da haben wir was vorbereitet, so ein Formular. Wir würden das jetzt aufnehmen, wenn du möchtest, wenn du interessiert dran bist. Intern prüfen, checken, unsere Experten fragen. Und dann können wir auch direkt eine E-Mail schicken oder dir die Frage auch vielleicht sogar heute noch beantworten. Wenn du. Also komm einfach runter, wir sind ja unten an dem Stand. Komm einfach vorbei, das können wir klären. Das können wir klären. Habt ihr noch Fragen? Vielen Dank.
und löscht die E-Mail nicht. Guckt in den Ordner, E-Mail. Das Angebot kommt. Das war das Unlimited